Kannst ja jetzt quasi schon umschalten. Entfernung 600 Meter. Tendenz fallend. Du kannst ja umschalten. Und wenn die Entfernung wieder langsam anfängt zu steigen, springe ich rüber, weil sie dann fast auf Null ist. Schon 1,9 Meter pro Sekunde. Da treibt er. Schalten über. Als Target setzen wir. Andere Ding. Ne, eben deshalb da oben. Nicht hin. So. Macht sich besser, wenn man eine Geschwindigkeits- und Entfernungsanzeige hat. Ah, jetzt ist es Target. Weil du bist halt mehr damit beschäftigt, dich Chess Teil zu suchen, weißt du? Darum geht's nicht, dass ich nicht weiß, wie weit ich von weg war. Aber eine schöne, mögliche Annäherungsgeschwindigkeit. Ah, falsche Richtung, so. Komischerweise macht der Jetpack jetzt keine, ich meine, Strahlung in die Richtung, die man guckt, doch jetzt macht das. Ganz gemütlich. Kann er auch einen EVA-Report machen? Oh, gibt sogar 8 Zeilen. Wahnsinn. Das ist die spannende Frage, wo ist die Tür an dem Ding? Unten oder oben? Aber ich würde fast sagen oben, ne? Ja, das ist... So was macht es immer blöd im Erdschatten, so eine Aktion. Ach nee, das ist die Düse, hier ist ja der. Schreie ich so ins Mikro. Du bist ja natürlich dran und wenn dann redest, dann ist das wie reinschreien. Ah. Entschuldigung. Aus. Was ist unser Griff?
fürs Board gehen können. Ja. Oh Mann, gleich gibt's Pizza. Dann zocken wir mal was anderes mal wieder. What? Factorio oder sowas. Wieso keine Pizza? Ja, denn wenn mit der Pizza und so. Achso. Wunderbar. Ich dachte schon, der ist zu flach, ja. Das wäre jetzt eine Rettungsmission, dass er von ihrem Wrack ins nächste klettert. Ja, Jeppard sieht begeistert aus. Endlich darf er nach Hause. Habe ich das richtig verstanden, mehr oder weniger von den Aufträgen, die Typen? Es scheint ja quasi andere Unternehmen auf Kerman gewesen zu sein. Ja, irgendwie sind da gestrandet halt. Genau wie war und warum hat keiner erklärt. Die sind da einfach. Na, du hast sie nicht hochgeschossen. Vielleicht wurden dahin teleportiert. Von großen schwarzen Steinblöcken. Der ist jetzt schlecht. Wer weiß? Kann doch sein. Ja, Jabbat ist begeistert. Ich wünsche, man könnte die Dinger größer machen, die Porträts. Damit man die Grinsebacke besser sieht. Ja. Müsste ich jetzt das Fenster auf den Ausschnitt verdingsen und dann vergrößern den Kram. Weil dann müsste ich ja bearbeiten. Ja. Dann müsste ich ja danach rendern. Das Video ist schlecht davon. Der lässt das einfach sein. Genau. Es wäre mal interessant zu hören, die Leute, die jetzt diese Episoden gucken, wann guckt ihr das? Beim Schlafen, beim Arbeiten, beim Kacken? Ja, stimmt. Bei Jack Alliance hat mir mal einer gesagt, dass er mal während der Arbeit es guckt, so in der Mittagspause oder wenn er nichts zu tun hat. Oder wenn gerade keiner hinguckt, aber arbeitet. Aber es wäre mal interessant. Ja, das wäre echt mal nett zu wissen. Der Anubis guckt ja immer, dass er einschlafen kann. Ja, und wenn ich es nicht schaffe, guckst du am nächsten Morgen. Den Rest fängt er einschlafen. Dann schläfst du aber wieder ein. Immer. Kommt vor, ja. Reiche mehr als einen Wecker. Dass du während der YouTube-Videos nicht einschläfst. Beziehungsweise mehr als eine Weckzeit. Nee, damit ich morgens auf dem Bett komme. Ach so. Ich glaube, hier kann man die Stage nicht retten. Wenn wir Glück haben und wir koppeln sie kurz vorher aus, dreht diese noch einmal 180 Grad und der Treibstofftank schlägt auf. Und wenn der Antrieb gerettet wird, der bringt dann wieder mehr Kohle. Ja, als die... Ach, siehst du, wir haben das letzte Mal gar nicht gerettet, das Trümmerteil, ne? Gar nicht geborgen. Das fliegt doch immer noch rum. Das liegt immer noch auf dem Boden. Das andere von der Landung vorhin. Hast du nicht Recover? Ja, aber nur die Hauptkapsel. Stimmt. Das andere musst du vom Tracking Center aus nochmal einsammeln. Das habe ich nicht gemacht diesmal.
auch schon Hitzeschild, wenn man den Antrieb ins, in den Wind drehen kann. Genau. Funktioniert auch wunderbar. Ja, aber ich sag mal, so ein Raketenantrieb wird ja nur auch heiß, ne? Aber eigentlich ein Fall schon mehr oben drauf oder so, dann ist es wahrscheinlich sogar möglich, mit dem Dingern zu landen, wenn man Füße ranklebt. Dass der Antrieb hinterher ganz bleibt. Aber die Füße würden verbrennen bei der Aktion normalerweise. Ja, an der Seite, wa? Ja, weil die nicht vom Luftstrom geschützt sind. Ja, und ich sag mal, auf Land muss ja der Antrieb kaputt gehen. Ja. Was der hinterher schlägt mit weniger als 5 Metern die Sekunde auf oder so. Müssen wir mal nachschlagen, wie fast wirklich der Wert ist, den der Antrieb aushält. Ich hätte gedacht, der schlägt hier. Aber das ist zu, wahrscheinlich zu schwer, deshalb. Ja. Jetzt hättest du noch einen kleinen Husten-Treibstoff drinnen lassen sollen. Deswegen bräuchte man einen Schirm mehr. Man müsste einen zweiten Schirm an der Seite haben, den man dann zündet, sodass das Ding sich quer dreht. Du hättest jetzt noch einen kleinen Husten. Weil die Kapsel hält den Aufschlag aus. Du hättest jetzt noch den kleinen, einen kleinen Husten-Treibstoff dann drinnen lassen sollen. Ja, stimmt. Das wäre eine Lösung gewesen. Er freut sich, er geht ab wie Schmitz Katze, ey. Ja. Schatten, wo ist der Schatten, wo ist der Schatten? Da ist der Schatten. Okay, da ist nichts übrig geblieben, außer dem Stückchen Decoupler. Wuhu! Wir haben den zweiten gerettet. Das war doch mein eigenes rechter Tag. Jetzt müssen wir nur die treibende Kapsel irgendwie entorbiten. Sogar Science bekommen. Ach, Science, ja. 900 Taler für den Rest der Kapsel. Und Jabbard. Mal gucken, was da für einer ist. Ein Engineer Level 1. Wir haben endlich einen, der den Fallschirm einpacken kann. Yeah. Weil man dafür Level 1 braucht. Wow. Bill ist abgelöst. Ja, auf jeden Fall. Obwohl der auch auf Level 1 aufsteigen wird, weil er einmal einen Mondorbit mitgemacht hat. Wir müssen ins Tracking Center. Wir müssen noch ein bisschen Schutz beseitigen. Das Ding können wir sprengen. Den müssen wir landen lassen. Das andere ist eine Flagge. Nummer. Robot MK4. Recover. Und hier. Recover. Das müsste nochmal Kohle gebracht haben. Und Satelliten. Die Umlaufbahnen sind auch noch da. Das ist wieder ein Zielort für irgendeinen Auftrag. Ein sehr komischer Orbit, aber ein sehr einfacher. Ein sehr großer, einfacher Orbit, ja. Okay, wir haben noch ein... Ach, von der hätte ich es machen müssen. Wir haben noch ein Ding zu landen. Auf suborbitalen Kurs. Idee. Halt. Was denn? Mit dem Decoupler nach unten sprengen? Richtig. Aus Richtung Boden.
Fuck. Und dann ist das Ding gleich, dann wird nämlich mehr abgebremst. Durch den Luftwiderstand. Du hast dein Geld weggeschmissen. Egal, wenigstens die Kapsel bergen, ist besser als gar nichts. Aber ich hab. Aber wir haben keine Reputation bekommen, wa? Weil wir die Typen gerettet haben. Nö, nee, nicht wirklich. Ach, spreng das Ding, Alter. Aber es ist doch. Na gut, die 100 Taler. Irgendwo hast du ja recht. Das ist eigentlich Blödsinn. Zumal wir das teuerste Teil gerade abgesprengt haben. Eben. Irgendwo hast du ja recht. Das war auch nicht die klügste Idee irgendwie. Habe ich dir nicht dran gedacht, dass es eigentlich das ist, was wir retten wollen, weil ich da abgesprengt habe. Naja, war nicht die beste Idee. Tausend Dingens haben wir, wow. Wie viel Science? 71. Kann man doch fast irgendwas mitmachen, oder? Weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Landestützen zum Beispiel. Flight Control ist nicht so interessant. Aber Inline Cockpit hätte was. Ja, aber das bringt noch was mit Flugzeug und wir haben ein gutes Flugzeug. Treibstoffleitungen wären sehr gut. Könnte man ein anderes Staging benutzen. Ansonsten bleibt es nur auf Minmus zu landen und zu sehen, dass wir da irgendwie mit klarkommen. Die notwendigen Sachen, so minimales Landefahrwerk müssten wir eigentlich irgendwo hier haben. Wo auch immer. Aber ein Orbiter bauen hätte auch mal was, also ein Lande. Landevehikel. Da, einfache Landebeine, die müssten eigentlich reichen, die haben wir. Haben wir auch Kletterdingers? Stufen? Leitern. Brauchen wir nicht. Nee. Nee. Nicht auf dem Mond mit geringer Schwerkraft. Da kannst du springen oder Jetpack benutzen. Ah, alles klar, ja gut. Ja, dann würde ich sagen, nächstes Mal machen wir eine Minimus Mission. Speichern wir den ganzen Kram noch. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Genau. Auf das es wieder heißt, die grünen Menschen sterben. Hoffentlich nicht.